Hallo ihr Lieben, ich freue mich so riesig, dieses Video für euch zu drehen, denn wenn ich dieses Video drehe, heißt das, dass ihr morgen, also am Montag, endlich von meinem großen Geheimprojekt erfahrt. Ich habe euch seit Wochen davon auf Instagram erzählt, ich persönlich arbeite seit Monaten daran und jetzt ist es tatsächlich soweit. Ihr habt es vielleicht in den letzten Tagen in meiner Story schon mitbekommen, ich bin so wahnsinnig aufgeregt und gleichzeitig freue ich mich so mega, mega, dass ich das Ganze jetzt endlich, endlich, endlich mit euch teilen kann. Bevor ich euch verrate, worum es geht, möchte ich eigentlich gar nicht viel loswerden, aber ich will einfach nochmal sagen, dass mit der Verwirklichung dieses Projekts für mich wirklich ein unfassbar großer Traum in Erfüllung geht. Eigentlich sitze ich hier und ich gucke mir die ganzen Sachen an, die wir gemacht haben und ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir das wirklich gemacht haben, dass das so einen Umfang irgendwie angenommen hat, dass es so groß geworden ist, was als kleine Idee eigentlich in meinem Köpfchen begonnen hat, so als ganz kleiner, klitzekleiner Funke, ist plötzlich einfach so ein Riesenprojekt, an dem so viele Menschen mitarbeiten und das ist einfach unfassbar, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Ich bin eigentlich nur aus einem Grund nicht sprachlos, weil ich manchmal immer noch das Gefühl habe, dass ich träume und dass das alles gar nicht wahr ist. Aber es ist wahr und ich erzähle euch jetzt, worum es geht. Es gab auf Instagram ziemlich viele Mutmaßungen, es wurde überlegt, was könnte das sein. Und ich kann schon mal so viel sagen, einige von euch hatten recht. Denn, wie mache ich das denn jetzt? Soll ich das jetzt einfach sagen? Ja, ich bin alleine hier, es macht keiner einen Trommelwirbel, ich werde das jetzt einfach sagen. Das ist total verrückt. Eigentlich ist es natürlich kein Ding, das auszusprechen, aber ich habe jetzt seit Wochen und wirklich eigentlich seit Monaten die Klappe halten müssen und jetzt darf ich es einfach sagen. Das fühlt sich ein bisschen irre an. Und ich habe tatsächlich auch irgendwie, ja, was heißt Schiss, dass ihr das nicht mögt, aber oh Gott, ich bin einfach aufgeregt. Das ist mein Baby, es geht ein Traum in Erfüllung und ich bin einfach ein bisschen nervös. Aber ich sag's jetzt, es ist tatsächlich so, ich werde meine eigene Reitsportkollektion auf den Markt bringen. Jetzt habe ich es gesagt. Verrückt. Das fühlt sich verrückt an. Ich habe Hitzewallung und Herzklopfen. Es ist total mega. Ich habe mich vor Monaten mit Equest zusammen getroffen und wir haben irgendwie sofort geklickt. Das war eine super gute Verbindung. Wir haben tolle Gespräche geführt. Und Equest und mir war von Anfang an eins klar. Wir wollen nicht irgendwie nur mein Logo auf eine Schabracke machen. Wir wollen nicht einfach nur in Anführungsstrichen eine Fan-Kollektion machen. Sondern meine Ideen waren irgendwie da, die von Equest waren da und wir haben so rumgesponnen. Dieses Brainstorming wurde halt riesengroß und uns war beiden einfach sehr, sehr schnell klar, okay, wir machen eine richtige Kollektion. Das wird nicht eine Schabracke und eine Decke, sondern das wird riesig und es ist riesig geworden und ich kann es immer noch nicht glauben. Ab 1.3. wird es im Handel meine EQ Collection bei Annika Hansen zu kaufen geben und oh, jetzt könnte ich fast heulen. Ich will gar nicht heulen. Es ist auch schön, es sind Freudentränen. Aber es ist einfach krass, wenn man so lange an so einem Projekt arbeitet. Und ich habe da so viel Herzblut reingesteckt. Ich habe da so viel von mir, von meinen Ideen, von dem, was ich mag, reingesteckt. So viel Liebe. Und es ist einfach ein krasses Gefühl, dass es jetzt soweit ist. Und dass ihr einfach ab März in den Laden gehen könnt und die Sachen kaufen könnt. Dass es nicht nur irgendwo online zu haben ist oder so, sondern dass es wirklich, es wird in den Reitsportläden liegen. Und das ist irgendwie, ich werde mir jetzt die Tränchen verdrücken. Und bevor ich euch gleich natürlich ein paar Bilder zeigen werde, die ersten Eindrücke der Kollektion, möchte ich euch noch ein paar Infos mit auf den Weg geben, weil wahrscheinlich werden viele Fragen kommen. Ihr könnt mir auch unten in die Kommis alle Fragen reinschreiben, die euch einfallen. Ich werde versuchen, die so gut es geht zu beantworten. Aber ich werde jetzt schon mal versuchen, ein paar von den Fragen, die wahrscheinlich kommen, zu beantworten. Also, offizieller Verkaufsstart ist der 1.3., der 1. März 2018. Ab diesem Tag könnt ihr die Kollektion kaufen. Es wird natürlich einen Online-Shop geben. Die Webseite, die verlinke ich euch unten in der Infobox, denn die wird gleich auch nochmal wichtig. Da könnt ihr auf jeden Fall ab 1.3. auch bestellen, aber ihr könnt die Sachen eben auch im Reitsportladen kaufen. Damit der Reitsportladen die aber kauft, also ich hoffe eh, dass die kaufen, aber ihr könnt das Ganze nochmal befeuern und ihr würdet mir einfach einen großen Gefallen tun, wenn ihr vielleicht eure Reitsporthändler ein bisschen wild macht, denn es wird in einer Woche auch die Spoga stattfinden. Die Spoga, das ist ja die Messe in Köln für die Fachhändler und da kaufen die eben die Kollektionen für das nächste halbe Jahr ein. Und die Händler werden eben auf der Spoga zu mir und zu Equest kommen und werden im Idealfall eben meine Kollektion ordern.
werden bestimmte Teile ordern, werden ganz viel ordern, werden ein bisschen was ordern. Ich habe keine Ahnung und ich bin auch deshalb so furchtbar aufgeregt. Aber wenn ihr Lust habt und jetzt dieses Video seht, könnt ihr in den nächsten Tagen schon mal zu eurem Reitsporthändler laufen, falls ihr sowieso da seid, der auf dem Weg liegt. Dann könnt ihr total gerne da natürlich mal erwähnen, dass der vielleicht meine Kollektion einkauft, weil ihr Bock habt, euch die Teile anzuschauen und vielleicht auch das ein oder andere zu kaufen. Ich habe das vorhin schon erwähnt, mir war es irgendwie wichtig, nicht nur mein Logo irgendwie auf eine Schabracke drauf zu machen. Ihr wisst ja, dass es meine Merch-Pullis gibt mit meinem Logo und ich habe tatsächlich auch von Stürmen eine Schabracke mit meinem Logo, die ich auch super schön finde. Aber mir war das irgendwie nicht genug. Also mein Gedanke war einfach größer. Ich wollte nicht nur irgendwie mein Logo irgendwo drauf machen, dass das dann Leute kaufen können, die irgendwie mich mögen, meine Pferde mögen, sondern meine Grundidee war halt, dass ich eine große eigene Kollektion möchte. Eine Kollektion, die sportlich ist, die schick ist, die elegant ist, die cool ist, die einfach die Farben hat, die ich mag und die eben euch gefällt, meiner Community gefällt. Aber ich wollte eben auch, dass Leute die Kollektion mögen und vielleicht kaufen, die gar keine Fans von mir sind, die mich vielleicht gar nicht kennen, aber die in den Reitsportladen reingehen und sagen, boah, schöne Schabracke. Also es war mir einfach wichtig, das umzusetzen, was ich jahrelang gesucht habe. Natürlich habe ich immer schöne Schabracken gefunden, mir hat vieles gefallen, aber diese Kollektion und mein Traum war es einfach, was zu schaffen, was meins ist, was mich ausdrückt, wo ich einfach all das, was ich mag, reinpacken kann. Und genau deshalb habe ich eben mit der Designerin von Equest wirklich tagelang zusammengesessen. Wir haben telefoniert, wir haben gescribbelt, wir haben Kordeln getauscht, Patches getauscht, Sticker, Biesen, Muster von Schabracken, Unterlagen. Wir haben so viel hin und her getauscht, haben Farben angeschaut, haben kombiniert. Und rausgekommen ist eben meine EQ Collection. Und es war, wie gesagt, relativ schnell klar, dass das keine kleine Kollektion wird. Dass sie jetzt so groß wird, hätte ich nie gedacht. Es ist unglaublich. Es wird Schabracken geben, es wird Bandagen geben, Halfter, Stricke, Fliegenmützchen, es wird sogar einen Schlüsselanhänger geben, es wird Abschwitzdecken geben, eine Dralon-Decke. Also es sind so viele coole Produkte. Und das Krasseste, es wird in diesem Jahr 3 Farbwelten geben. Was für mich einfach der totale Hammer ist. Das ist viel mehr als, ich mache mal ein paar Schabracken, das ist halt ein eigenes Label. Also ein Label powered by Equest, aber es ist eben die EQ Collection, das ist meine Kollektion. Und das ist für mich einfach eine richtig, richtig coole Nummer. Die Namen der Farbwelten und die Namen der einzelnen Farben, die werde ich euch übrigens in den nächsten 1 bis 2 Wochen so nach und nach verraten. Denn es gibt einen kleinen Zeitplan. Es werden natürlich jetzt nicht alle 3 Farbwelten auf einmal kommen, weil irgendwie wer soll das kaufen, das ist viel zu viel. Also ich könnte mich da auf jeden Fall nicht mehr entscheiden. Und auch wenn ich am liebsten jetzt schon alle Sachen hätte, haben wir uns einfach dazu entschlossen, das halt nach und nach rauszubringen. Jetzt Anfang März wird die erste Farbwelt kommen und die zweite Farbwelt wird dann direkt am 1. April folgen, denn das ist dann die Turnierkollektion. Das heißt, jetzt am 1.3. kommt so eine allgemeine Kollektion mit 3 verschiedenen Farben und eben den ganzen Produkten. Am 1.4. kommt dann die Kollektion Showtime, das ist die Turnierkollektion. Und im Spätsommer wird dann eben die zweite bzw. die dritte Farbwelt kommen, mit nochmal 3 verschiedenen Farben. Hat man das verstanden? Es ist auf jeden Fall wahnsinnig viel und es sind meine absoluten Lieblingsfarben. Ihr werdet in der Kollektion die Farben finden, die ich wirklich mag. Jetzt diese Sommergeschichte, die wird ein bisschen farbenfroher, ein bisschen bunter. Im Spätsommer die Sache wird dann ein wenig klassischer, aber trotzdem total cool, immer mit so kleinen Turns, dass es irgendwie trotzdem cool aussieht. Es wird ein bisschen Glitzer mit dabei sein. Die Turnierkollektion, die war dann so eine zusätzliche Idee, weil ich einfach gesagt habe, okay, aber es muss irgendwie auch noch coole Sachen geben, die man zum Turnier anziehen kann, die das Pferd auf dem Turnier tragen kann und die dann irgendwie noch ein bisschen besonderer sind, wo ein bisschen mehr Bling bei ist, was irgendwie einfach besonderer ist. Und deshalb gibt es dann eben im April auch noch eine Turnierkollektion, wo es eine Dressurschabracke geben wird und 2 Springschabracken und dann eben das ganze Package drumherum, Decken, Halfter, Bandagen, alles, was man braucht. Ich hatte vorhin schon von der Homepage gesprochen. Wie gesagt, verlinke ich euch die in der Infobox und ich blende euch die jetzt auch nochmal ein. Denn wenn ihr Bock habt, könnt ihr da jetzt schon den Katalog bestellen. Gratis natürlich, versandkostenfrei, der kostet euch keinen Cent. Ihr müsst euch da einfach nur eintragen, dann wird er euch kostenlos zugeschickt. Und da könnt ihr dann einfach schon in den nächsten 1-2 Wochen drin rumstöbern und euch anschauen, was die Kollektion beinhaltet. Falls die Nachfrage groß ist, wird es vielleicht 3 Wochen dauern, bis der Katalog rausgeht. Aber ihr werdet ihn auf jeden Fall vor Verkaufsstart bekommen. In dem Katalog findet ihr dann wirklich auch schon alle 3 Farbwelten. Auch wenn es die erste jetzt erst zu kaufen gibt und dann halt, wie gesagt, im April schon die Turnierkollektion,
seht ihr einfach schon alle Sachen, die es geben wird in diesem Jahr. Das heißt, ihr könnt euch dann auch schon auf den Spätsommer freuen, wenn die nächste Farbwelt rauskommt. Und ihr könnt euch da vielleicht jetzt auch schon mal was aussuchen, worauf ihr dann im Spätsommer Bock habt. So, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Ich bin aber auch ganz schön aufgeregt, aber ich denke, das ist nachvollziehbar. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt natürlich auch die allerersten ganz exklusiven Einblicke in die Kollektion bieten. Es wird, wenn die Kollektion da ist, tatsächlich auch noch einen richtigen Imagefilm geben. Ich habe jedes Mal, wenn ich diesen Imagefilm sehe, Gänsehaut. Aber ich will jetzt noch nicht vorweggreifen, das alles dann in 4 Wochen. Ich glaube, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich bin einfach so aufgeregt, euch das hier zu zeigen. Bevor ich euch die Bilder jetzt zeige, eine kleine To-Do-Liste für euch. Geht auf die Homepage, die ich euch in der Infobox verlinkt habe und bestellt euch den Katalog. Der ist, wie gesagt, gratis, der kostet euch keinen Cent. Dann merkt euch schon mal den Hashtag EQMoment. Das ist nämlich der offizielle Hashtag, mit dem ihr auch eure Outfitbilder mit meiner Kollektion da bei Instagram posten könnt. Da wird es nämlich ziemlich coole Verlosungen geben. Sowieso, sobald die Kollektion auf dem Markt ist, wird es die eine oder andere ziemlich, ziemlich schöne Verlosung geben. Das habe ich mit Equest so ausgemacht. Und was noch? Nix was noch. Doch, geht zu eurem Reitsporthändler und macht Werbung für die Kollektion. Und ansonsten freut euch einfach auf die nächsten 4 Wochen. Ich werde nach und nach immer mehr verraten. Und am 1.3. ist es dann soweit. Und ab heute läuft auch der offizielle Countdown in exakt 31 Tagen. Könnt ihr meine EQ Collection bei Annika Hansen offiziell kaufen. Ich hoffe so sehr, dass ihr das ganze Projekt unterstützt. Ich hoffe so sehr, dass euch die Produkte gefallen, dass euch die Designs gefallen, dass euch einfach die komplette Kollektion gefällt, dass ihr das alles irgendwie unterstützt und postet und teilt und lasst mich nicht alleine. Ich bin so schrecklich aufgeregt. Eins habe ich noch vergessen, eins muss ich noch ganz schnell loswerden und zwar, ich muss noch ein riesengroßes Dankeschön loswerden. Danke an Equest, danke, dass ihr an mich glaubt, dass ihr an meine Ponys glaubt, dass ihr an dieses Projekt glaubt, dass ihr von Anfang an ein so großartiger Partner wart, dass ihr mich habt toben lassen, dass ihr alle meine Ideen einfach aufgenommen habt. Farbwünsche, egal was ich hatte, ihr hattet immer ein offenes Ohr und es ist einfach mega und ich bin so glücklich, diese Kollektion mit euch auf den Markt zu bringen. Danke, Juliane. Juliane, ohne dich wären sämtliche Filme einfach nicht möglich gewesen. Du hast mit minimalem Budget Dinge verwirklicht, die meine kühnsten Slow-Motion-Pony-Träume wahr werden lassen. Du bist einfach der absolute Wahnsinn. Du weißt eh, dass ich dich sehr lieb habe und sehr schätze. Und was du da für mich gemacht hast, ist mehr als ein Freundschaftsdienst. Und danke an dich, Juliane. Liebe Laura, du hast die Fotos gemacht, die nachher jeder im Katalog sehen kann. Es waren harte Tage, es war ein unfassbares Pensum und du hast Fotos geschossen, die schöner nicht sein könnten. Du hast die Stimmung perfekt eingefangen, du hast die Produkte wunderschön gezeigt. Du hast einfach so viel gemacht und ich bin sehr glücklich, dass wir dich als Fotografin dabei hatten und auch an dich ein riesengroßes Dankeschön. Und ein Danke muss ich noch loswerden und zwar an Wölbchen und Kanto. Die beiden können zwar kein YouTube gucken, aber ihr glaubt gar nicht, wie unfassbar geduldig die beiden waren. Die haben beim Videodreh, bei den Shootings, die waren einfach so cool, die waren so entspannt. Die haben nicht einmal irgendwie einen Ausraster gekriegt. Die haben das alles echt über sich ergehen lassen und waren einfach die besten Pferdemodels, die ich mir hätte wünschen können. Und die Kollektion ist ja irgendwie für die beiden. Ich habe immer die beiden im Kopf gehabt, egal was ich mir ausgedacht habe, egal was wir zusammen designt haben. Ich hatte immer Wölbchen und Kanto vor Augen und die Kollektion ist ja irgendwie für die beiden und ich bin so glücklich, dass sie sie jetzt tragen können. So, ich habe jetzt, glaube ich, wirklich genug erzählt. Das habe ich zwar schon 38 Mal jetzt in diesem Video gesagt, aber ich habe jetzt wirklich genug erzählt. Es ist jetzt soweit. Es gibt für euch jetzt die allerersten exklusiven Eindrücke. Das ist meine EQ Collection.